Diese Woche in Vaticano. Wir feiern Ostern mit den Christen des Ostens und denken darüber nach, wie sich die Spaltung der Christen im Krieg in der Ukraine zeigt. Wir besuchen die Päpstliche Universität vom Heiligen Kreuz, wo wir mehr über die Herausforderungen und Chancen der kirchlichen Kommunikation in der heutigen Zeit erfahren. Erkundigen Sie mit uns das österlich geschmückte Rom und erfahren Sie von Kardinal George Pell, wie wichtig die göttliche Barmherzigkeit für unser Leben ist. Das und mehr gleich in Vaticano. Seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine nutzt Papst Franziskus jede Gelegenheit, um sich für den Frieden stark zu machen. Bei einer Videokonferenz mit dem Präsidenten Kasachstans hat der Papst den Wunsch geäußert, das zentralasiatische Land im September dieses Jahres zu besuchen. Anlass ist der 7. Kongress der Weltreligionen in der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan. Der Weltreligionenkongress ist eine Plattform für kirchliche Diplomatie. Die Veranstaltung wird Religionsführer aus über 50 Ländern an einem runden Tisch zusammenbringen, darunter nicht nur Vertreter des Judentums, des Buddhismus und des Protestantismus, sondern auch der russisch-orthodoxe Patriarch von Moskau und Scheich Ahmed Al-Tayeb, mit dem Papst Franziskus vor nicht allzu langer Zeit das gemeinsame Dokument über die Geschwisterlichkeit unter den Menschen unterzeichnet hat. Das Thema des Kongresses lautet: Die Rolle der Religionsführer bei der soziospirituellen Entwicklung der Menschheit in der Zeit nach der Pandemie. Es wird erwartet, dass die Religionsführer ein gemeinsames Dokument vorlegen werden, das beschreibt, wie sie konkret helfen können, die Welt nach der Pandemie zu gestalten. Der Besuch des Papstes in Kasachstan soll den Gläubigen, die in einer der entlegensten Peripherien der katholischen Welt leben, ein Ansporn sein. In dem überwiegend muslimischen Land lebt auch eine kleine christliche Minderheit. Die Reise von Papst Franziskus markiert den 30. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Kasachstan und dem Heiligen Stuhl und erfolgt 21 Jahre nach dem Besuch Johannes Pauls II., der 2001 nach Kasachstan reiste. Der erste Sonntag nach Ostern ist der Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit. Als liturgisches Fest hat ihn Johannes Paul II. Im Jahr 2000 bei der Heiligsprechung von Schwester Faustina Kowalska für die ganze katholische Kirche festgelegt. Die polnische Ordensfrau ist die Botin der göttlichen Barmherzigkeit, die der Welt den Barmherzigkeitsrosenkranz geschenkt hat. Schon vor der offiziellen Einrichtung des Festes hat Johannes Paul II. In der römischen Kirche Santo Spirito in Sassia den Schrein der göttlichen Barmherzigkeit errichten lassen. Hier werden täglich Beichten, Messen und das Gebet des Barmherzigkeitsrosenkranzes angeboten, damit die Menschen die Barmherzigkeit Gottes erfahren können. Am Laetare-Sonntag, der von der Freude auf das kommende Osterfest kündet, hat Kardinal Pell hier die Messe gefeiert. Wir wollten von ihm wissen, was die Barmherzigkeit Gottes für ihn bedeutet und wie wir sie im Alltag und in der Familie leben können. Barmherzigkeit bedeutet Vergebung. Es bedeutet, Vergebung anzubieten und um Vergebung zu bitten. Auch die beste Ehe ist nicht perfekt. Es gibt kleine, manchmal auch große Schwierigkeiten. Für uns Christen ist die Liebe das Zentrale, Liebe zu Gott, Liebe zueinander. Und Liebe bedeutet, dass man die Gebote befolgt. Liebe bedeutet Vergebung. Liebe bedeutet, andere so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden will. Und für uns Christen bedeutet das, barmherzig zu sein und um die Barmherzigkeit Gottes zu bitten. Kardinal George Pell erklärt, dass Barmherzigkeit und Vergebung zusammengehören und dass wir von Jesus lernen können, was Vergebung bedeutet.
Das ist nicht immer leicht, dass wir nicht nur denen vergeben müssen, die uns verletzt haben, sondern auch den Menschen, die uns am Herzen liegen. Das ist das schwerste Gebot von allen. Denn das kann manchmal wirklich schwierig sein. Bei einem unserer Eheberatungsgespräche hat eine Ehefrau und Mutter gesagt, wenn man sich entscheidet, zu vergeben, dann muss man diese Vergebung auch zum Ausdruck bringen. Normalerweise empfindet man dieses Gefühl der Vergebung nämlich nicht gleich. Man muss daran arbeiten. Vergebung und Barmherzigkeit gehören also zusammen. Bleiben Sie bei uns. Wir werden später noch das Heiligtum der göttlichen Barmherzigkeit in Rom besuchen und Sie einladen, uns auf einer Erkundungstour durch die österlich geschmückte ewige Stadt zu begleiten. Herzlich willkommen zu den Vatikano-Updates mit den wichtigsten Nachrichten vom Heiligen Vater und dem Vatikan. Kardinal Konrad Krajewski hat am Karfreitag den traditionellen Kreuzweg in einem verwüsteten ukrainischen Dorf nordwestlich von Kiew gebetet. Der Vatikan verbreitete ein Foto, das den Kardinal zeigt, der an einem Massengrab kniete. Krajewski sagte, dass er mit seiner Gruppe dort anhielt, um zu beten, wo sie viele Tote und ein Grab mit mindestens 80 Leichen fanden. Papst Franziskus hat neue Mitglieder in die Päpstliche Akademie der Wissenschaften aufgenommen, darunter auch den Nobelpreisträger Stanley Ben Prusiner. Der US-amerikanische Mediziner leitet das Institut für neurodegenerative Erkrankungen an der Universität von Kalifornien in San Francisco und erhielt 1997 den Nobelpreis für Medizin. In der syrischen Stadt Aleppo konnten Christen zum ersten Mal wieder Ostern in der Kathedrale des heiligen Elias feiern. Die 1873 erbaute Kathedrale wurde 2013 teilweise zerstört, als sie in die Hände von Dschihadisten fiel, die das Gebäude mit Mörsern in Brand setzten. Dank der Hilfe von mehreren Wohltätigkeitsorganisationen, darunter die päpstliche Stiftung Kirche in Not, die 400.000 Euro beisteuerte, konnte die Kathedrale wiederhergestellt werden. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Betzing, hat auf einen Brief reagiert, in dem davor gewarnt wurde, dass der synodale Weg in Deutschland zu einer Spaltung führen könnte. Betzing verteidigte in seiner Antwort den synodalen Weg als Antwort auf die Missstände in der Kirche. Bischof Betzing schrieb an Erzbischof Samuel Aquila von Denver, der synodale Weg in Deutschland sei ein Versuch, die systemischen Ursachen des Missbrauchs und seiner Vertuschung zu bekämpfen. Mehr als 70 Bischöfe aus der ganzen Welt hatten einen offenen Brief unterzeichnet, den Erzbischof Aquila am 11. April verschickte und in dem er vor weitreichenden Änderungen der kirchlichen Lehre warnte, die der synodale Weg anstrebt und die zu einer Spaltung führen könnten. Das waren die wichtigsten Nachrichten für diese Woche. Vielen Dank fürs Zusehen und viel Freude mit dem restlichen Programm. Für EWTN aus Rom, Ihr Rudolf Gehrig. Am 24. April feiert die orthodoxe Kirche Ostern. In der Ukraine werden russische und ukrainische Soldaten in den Schützengräben und Bunkern an ihren jeweiligen Osternachtsfeiern teilnehmen. Die Spaltung zwischen den beiden Nationen zeigt sich auch in der Religionsausübung. 2019 hat der ökumenische Patriarch von Konstantinopel die Unabhängigkeit der orthodoxen Kirche der Ukraine von der russisch-orthodoxen Kirche anerkannt. Eine Geste,
die die Spannungen zwischen Moskau und Kiew weiter verschärft hat. Die Religion spielt für die nationale Identität eine wichtige Rolle. Während Russland die Ukraine immer als Teil seines Territoriums betrachtet hat, hat sich die Mehrheit der Ukrainer zunehmend dem Westen zugewandt und versucht, sich von ihrem östlichen Nachbarn zu lösen. Die Unabhängigkeit vom Moskauer Patriarchat war ein weiterer entscheidender Schritt in diese Richtung. Als Präsident des päpstlichen Einheitsrats ist Kardinal Kurt Koch einer der renommiertesten Experten in Sachen Religion und Dialog, vor allem mit der orthodoxen Kirche. Er setzt sich seit Jahren für die Verbesserung der Beziehungen der katholischen Kirche zu anderen christlichen Kirchen ein. Der Leiter des EWTN-Büros in Rom, Andreas Thonhauser, hat sich kurz vor Ostern mit ihm getroffen, um mit ihm über Religion und den Krieg in der Ukraine zu sprechen. Eminenz, zu Ostern gedenken wir der Leiden Christi. Auch in der Welt ist eine große Aufmerksamkeit im Moment auf Europa, auf die Situation in der Ukraine, der Leidensweg vieler Menschen. Wie bringt man das zusammen? Die Leidensgeschichte Christi, aber auch die Auferstehung Christi. Was verspricht uns Hoffnung, wenn wir auf die Situation in der Welt heute sehen? Für mich ist immer wieder eindrücklich, der Karfreitag ist furchtbar laut. Da wird gehämmert und gedonnert. Die Osternacht ist ganz leise. Man spürt sie eigentlich gar nicht. Erst wenn das Wunder da ist, der Auferstehung, merkt man sie. Und so ist es ja auch heute in der Welt. Der Krieg und all diese Sachen, die einen furchtbaren Lärm machen in der heutigen Welt. Und da ist die Gefahr groß, dass man am Karfreitag und Karsamstag stehen bleibt und die Hoffnung aufgibt, dass hier etwas Neues daraus entstehen wird. Das große Wunder. Papst Benedikt XVI. Hat das ja mal gesagt, die Auferstehung ist die größte Explosion des Lebens, die durch Christus in unsere Welt gekommen ist. Und so ist das ganze Pascha-Geheimnis, das Triduum Paschale, ein Anlass, unsere Hoffnung wieder neu zu stärken, im Blick auf die schreckliche Realität der heutigen Welt. Wenn wir uns einen Blick ein wenig weiter auf diesen Konflikt auch lenken, diese Situation in der Ukraine, wo ja auch Religion eine Rolle spielt. Vielleicht können Sie uns auch ein wenig mehr erklären, welche Rolle tatsächlich wir werden diese Sendung auch ausstrahlen am Ostersonntag der Orthodoxie und auch die Zusammenhänge hier. Ich würde hier nicht sagen, dass die Religion eine Rolle spielt, sondern der Missbrauch der Religion spielt eine große Rolle. Denn was in der Ukraine geschieht, ist ja das Tragische, dass Christen Christen umbringen. Ja, sogar Orthodoxe umbringen. Und das ist für mich etwas wirklich Schreckliches, dass die russische Orthodoxie versteht sich ja immer als Verteidiger der Christen, verfolgten Christen in der Welt. Das ist eine wunderbare Idee, ist auch wichtig. Wir müssen für die verfolgten Christen die Stimme erheben. Aber wenn sich nun Christen selber umbringen, Orthodoxe sich selber umbringen, wie glaubwürdig ist dann unser Einsatz dafür? Und deshalb glaube ich, ist das, was Papst Franziskus gesagt hat, dass eine religiöse Legitimation des Krieges den Namen Blasphemie verdient. Denn Gott ist ein Gott des Friedens und nicht des Krieges. Und wer den Krieg im Namen Gottes legitimiert, kann nicht im Namen des christlichen Gottes sprechen. Kardinal Koch ist nicht der Einzige, der starke Worte für die Situation in der Ukraine findet. In seiner Botschaft vor dem traditionellen Segen Urbi et Orbi am Ostersonntag beklagte auch Papst Franziskus vor 100.000 Gläubigen auf dem Petersplatz den anhaltenden Krieg und lud zum gemeinsamen Gebet für den Frieden ein. Auch unsere Blicke sind an diesem Osterfest in Kriegszeiten ungläubig. Wir haben zu viel Blut vergießen, zu viel Gewalt gesehen. Auch unsere Herzen waren von Angst und Schrecken erfüllt, während so viele unserer Brüder und Schwestern sich einschließen mussten, um sich vor den Bomben zu schützen. Auch bei der Ostervigil hat der Papst über den Krieg gesprochen.
Am Ende seiner Predigt würdigte er die Anwesenheit des Bürgermeisters von Melitopol in der Ukraine. Ivan Fedorow war erst im vergangenen Monat von russischen Truppen festgenommen worden. Wie der Vatikan mitteilte, hat der Papst vor der Messe auch eine Regierungsdelegation aus der Ukraine getroffen. Franziskus rief die Politiker auf, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um ihrem Volk Frieden zu bringen. Am Ostersonntag hat Franziskus gesagt: Es fällt uns schwer zu glauben, dass Jesus wirklich auferstanden ist, dass er den Tod wirklich besiegt hat. Ist es vielleicht eine Illusion, das Ergebnis unserer Einbildungskraft? Nein, es ist keine Illusion. Heute erklingt mehr denn je die Osterbotschaft, die dem christlichen Osten so teuer ist. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaft auferstanden. Und während Papst Franziskus von der Osterbotschaft sprach, die dem christlichen Osten so teuer ist, hat Kardinal Koch daran erinnert, dass es einen langen Prozess der Stärkung des Dialogs zwischen der römisch-katholischen Kirche und der russisch-orthodoxen Kirche gegeben hat. Wie der Kardinal meint, könne auch die Orthodoxie als Ganzes von diesem Dialog profitieren. Daher hat der Vatikan in den Tagen vor Ostern auch verlauten lassen, dass es in nicht allzu ferner Zukunft ein Treffen zwischen dem Papst und dem Patriarchen geben könnte. Ein symbolischer, aber neutraler Ort wäre Jerusalem. Die heilige Stadt liegt in der Nähe des Libanon, ein Land, das Papst Franziskus im Juni dieses Jahres besuchen will. Es hat ja dieses Zoom-Gespräch gegeben zwischen Papst Franziskus und dem Patriarchen Kirill von Moskau. Und das war dem Patriarchen ein großes Anliegen, diesen Kontakt mit dem Papst zu haben. Und der Papst hat dann ja auch Ja gesagt. Er war aber auch sehr stark in diesem Gespräch und hat ganz klar auf Frieden gedrungen und Abbruch des Krieges, weil er auch die Überzeugung zum Ausdruck gebracht hat, wir bezahlen ja den Krieg, es sind die einfachen Leute, die Gläubigen, unsere Herden, die diesen hohen Preis eines Krieges bezahlen. Und deshalb ist es unsere pastorale Verantwortung. Der Papst hat ganz klar gesagt, non siamo gerici dello Stato, siamo pastori. Wir sind nicht Kleriker des Staates, sondern wir sind Hirten des Volkes und müssen deshalb energisch für den Frieden eintreten. Wir sind hier auf der Dachterrasse der Universität vom Heiligen Herzen, direkt neben der Piazza Navona. Vor 25 Jahren wurde hier die Schule für kirchliche Kommunikation gegründet und heute ist der Dekan dieser Fakultät bei uns, Daniel Arasa. Vielen Dank. Vielleicht können Sie uns ein wenig mehr über kirchliche Kommunikation erzählen. Warum ist sie so wichtig und wo liegt der Fokus an der Heilig-Herz-Universität? Wir wurden 1996 gegründet, also vor 25 Jahren. Damals gab es in vielen kleinen kirchlichen Einrichtungen noch keine Kommunikationsbüros. Wir haben also erkannt, dass wir diese Lücke füllen müssen. Und wir haben von Anfang an versucht, Menschen auszubilden, die für die Kommunikation kirchlicher Einrichtungen aller Art verantwortlich sein werden. Menschen, für die Bischöfe, für Konferenzen, Diözesen, Ordensgemeinschaften, Redakteure katholischer Medien und auch Menschen, die als Journalisten über die katholische Kirche berichten würden, aber die Kirche von innen kennen. Woher kommen Ihre Studenten? Aus der ganzen Welt. Derzeit haben wir etwa 120 Studenten. Mehr als 600 unserer Hochschulabsolventen sind weltweit im Einsatz. Unsere Studenten kommen aus mehr als 50 Nationen. In den letzten 25 Jahren hat sich die Kommunikation stark verändert. Digitalisierung, Online-Zeitalter, Internet-Zeitalter. Wie hat das Ihre Arbeit beeinflusst? Wie hat es die Kommunikation der Kirche im Allgemeinen verändert?
Aus quantitativer Sicht hat sich viel verändert. Es gibt deutlich mehr Ressourcen, mehr Websites, mehr Menschen, die sich diesem Bereich widmen. Ich denke, dass sich mit der Digitalisierung auch die Vorbereitung, die Ausbildung verändert hat, die die Menschen brauchen. Ein Element, das ich besonders hervorheben möchte, ist die Bedeutung des Zuhörens. Die Kirche ist heute eine Institution, die sich in einem neuen Umfeld in den sozialen Medien bewegt. Und dort kommt es darauf an, zuzuhören, Vorschläge zu unterbreiten und Kritik anzunehmen. Ich glaube, das ist etwas, das wir in der Kirche noch lernen müssen. Die Schutzpatronin Ihrer Schule ist die heilige Katharina von Siena. Können Sie uns mehr darüber erzählen? Katharina von Siena ist die Schutzpatronin Italiens, die Schutzpatronin Europas und auch die Schutzpatronin der Schule für kirchliche Kommunikation. Sie lebte im 14. Jahrhundert, für die Kirche eine schwierige Zeit. Der Papst war damals im Exil in Avignon und Katharina hat eine wichtige Rolle dabei gespielt, den Papst nach Rom zurückzubringen. Sie hat die Kirche in der Öffentlichkeit offen verteidigt und ist somit ein Vorbild für alle kirchlichen Kommunikatoren. Kein Wunder also, dass wir beschlossen haben, sie zu unserer Patronin zu machen. Was sind Ihrer Meinung nach die dringlichsten Themen, für die die Kirche heute in der Öffentlichkeit eintreten muss? Ich denke, die Kirche muss ihre Präsentation verbessern, die Art und Weise, wie sie sich den Menschen zeigt. Sie muss sich als barmherzige Institution zeigen. Die Kirche wird oft immer noch als eine Institution mit Regeln gesehen, die eine Moral vorschreiben. Und das stimmt nicht. Ich denke, Papst Franziskus hat in dieser Richtung viel bewegt. Aber wir als Kommunikatoren müssen helfen, das wahre Gesicht, das wahre innere Leben der Kirche zu zeigen, das Barmherzigkeit ist. Sie sind auch an Forschungsprojekten beteiligt. Können Sie uns mehr über die akademische, die wissenschaftliche Seite Ihrer Schule erzählen? Als Hochschule für Kommunikation versuchen wir natürlich auch, uns in Sachen Forschung weiterzuentwickeln. Wir haben 2006 die Zeitschrift Church Communication and Culture gegründet, eine englischsprachige Open Access Zeitschrift, die im Routledge Verlag erscheint. Und eine Zeitschrift, die einen interessanten Namen hat. Diese drei Elemente, Kirche, Kommunikation und Kultur, sind wie ein Dreiklang, der die Natur und den interdisziplinären Ansatz der Zeitschrift zeigt. In manchen Kreisen wird die kirchliche Kommunikation immer noch als etwas Kirchliches, Predigendes angesehen. Etwas, das nur etwas für Priester ist, was überhaupt nicht stimmt. Wir wollen mit dieser Zeitschrift und mit unserer Forschung die kirchliche Kommunikationsdisziplin auf die gleiche Stufe stellen wie jede andere Sozialwissenschaft. Vielen Dank. Alles Gute für Ihre Schule und für die nächsten 25 Jahre. Gestatten Sie mir eine letzte Frage. In welche Richtung wird die kirchliche Kommunikation Ihrer Meinung nach in den nächsten 25 Jahren gehen? Es ist schwer zu sagen, was in den nächsten 25 Jahren passieren wird, weil sich die Kommunikation so schnell verändert. Aber es gibt einen Trend, der meiner Meinung nach bereits in der Kirche zu beobachten ist. Nämlich diese Kultur der Kommunikation in der Kirche. Diese Kultur des Dialogs, des Zuhörens. Und ich denke, dass das ein Trend ist, der einen großen Einfluss haben wird. Die Kirche kann nämlich eine Vorbildfunktion haben in einer Gesellschaft, die sehr polarisiert, von zahlreichen Konflikten zerrissen ist. Wir haben jetzt den Krieg in der Ukraine, aber nicht nur den. In der Politik, in der Gesellschaft, im Allgemeinen gibt es eine große Polarisierung. Ich denke, die Kirche muss ein Vorbild dafür sein, wie Menschen miteinander reden können, auch wenn sie unterschiedliche Vorstellungen haben. Daniel Arasa, vielen Dank. Gern geschehen. Thank you.
Herzlich willkommen zu diesem Reisevideo. In Rom und im Vatikan wird Ostern gefeiert. Und in diesem Video möchte ich Ihnen drei Orte und Aktivitäten vorstellen, die Ihnen Ihren Besuch in der ewigen Stadt zu dieser Jahreszeit unvergesslich machen. Fangen wir also an. Der erste Sonntag nach Ostern ist der Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit. Und deshalb ist unsere erste Station auch die Kirche Santo Spirito in Sassia. 1994 hat Papst Johannes Paul II. Diesen Ort zum Heiligtum der göttlichen Barmherzigkeit erklärt. Neben dem Gnadenbild vom barmherzigen Jesus steht eine Statue der heiligen Faustina Kowalska. Jesus erschien der Ordensfrau in Polen und Litauen und wies sie an, ein Bild des barmherzigen Jesus malen zu lassen. Er lehrte sie den Barmherzigkeitsrosenkranz und bat sie, seine Barmherzigkeit mit einem eigenen Fest bekannt zu machen. Corona-bedingt hat Papst Franziskus die Messe am Barmherzigkeitssonntag in den letzten 2 Jahren in Santo Spirito in Sassia gefeiert. Dieses Jahr wird sie wieder auf dem Petersplatz stattfinden. Dank der Päpste unseres Jahrhunderts können wir also nicht nur im litauischen Wilna und im polnischen Krakau Heiligtümer der göttlichen Barmherzigkeit besuchen. Wir können den Barmherzigkeitssonntag auch im feierlichen Rahmen der ewigen Stadt feiern. Der nächste Punkt auf unserer Liste: raus in die Natur und eine Runde drehen. In Rom kann man Fahrräder oder Elektroroller, die sogenannten Monopattini, mieten. Wenn Sie die Altstadt erkunden, werden Sie an mehr Kirchen und barocken Brunnen vorbeikommen, als Sie zählen können. This way and it's that way. I see we go this way. Im Frühling wird die Spanische Treppe traditionell mit einem wahren Blumenmeer geschmückt. Der Infiorata, wie es auf Italienisch so schön heißt. Nachdem Sie Rom erkundet haben, können Sie in der Villa Borghese eine Pause einlegen. Der Park wurde im 17. Jahrhundert vom Neffen Papst Pauls V., Scipio Borghese, angelegt. Einheimische und Touristen verbringen hier gerne die Ostertage. Naturfreunde sollten eine Tour durch die Vatikanischen Gärten buchen oder mit dem Zug ins 1 Stunde entfernte Castel Gandolfo am Albaner See fahren, wo sich die Sommerresidenz des Papstes befindet. Die Residenz und ihre prächtigen Gärten sind auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Kommen wir zum letzten Punkt auf unserer Liste. Was wäre ein Ostervideo ohne Süßigkeiten? Seht nur, wie groß diese Schokoeier sind. In Rom sucht man zwar keine Ostereier, aber die italienischen Ostereier machen es mehr als wett, dass man diesen Brauch in Italien nicht kennt. Sehen Sie sich dieses Schokoei an, das 2012 dem emeritierten Papst Benedikt XVI. Geschenkt wurde. Es ist 1,8 Meter groß und wiegt 2,5 Kilo. Wenn Sie hier in einem Geschäft eins dieser Eier kaufen, sollten Sie es auf jeden Fall gleich aufbrechen. Normalerweise versteckt sich darin nämlich auch eine Überraschung.